Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Heute mache ich unsere Sitzkiste, Auszug, unser Heckauszugs-Sitzkisten-Konstrukt-Dingskaste leichter. Und das ist alles das Zeug, was da verbaut ist. Und das lege ich jetzt erstmal auf die Waage. Naja, 4,35. Und damit ich mich nicht wieder verrechne wie beim letzten Mal, gebe ich es gleich in den Taschenrechner ein. 4,857. Das sind jetzt schon mal 9,2 Kilo Holz. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das Holz allein leichter ist als bei der anderen Sitzkiste. Und dann noch die Aluschienen. Das sind 2,86. Sind in Summe knapp 12,1. Und jetzt, was schätze, was allein in dem Schrank an Schrauben drin sind. Ich stelle mal die Waage mit einer leeren Kiste auf 0, die dürfte ungefähr gleich schwer sein. 260 Gramm allein Schrauben. Scharniere, 114 Gramm. Gut, und jetzt noch die Teleskopschienen. Eine von den großen wiegt laut Katalog 3,6 Kilo. Die wiegt jetzt 3,9 Kilo. 2,98. Das heißt, der ganze Schrank ohne die Sitzfläche wiegt 23 Kilo. Und davon sind allein 11 Kilo die Teleskopschienen. Aber Leichtbau heißt ja nicht, dass man irgendwas weglässt. Und wir wollten halt hinten nicht auf den Auszug verzichten. Gut, das heißt, die 12 Kilo an Holz und Alu, die werde ich leichter machen. Die Teleskopschienen natürlich kann man nicht leichter machen oder möchte ich halt nicht dran rumbohren, macht auch keinen Sinn. Aber die ganzen Holzplatten und die Aluschienen, dort werde ich ein bisschen Material rausnehmen, so wie ich das bei der anderen Kiste auch gemacht habe. So, bevor ich jetzt aber anfange, aus der Bodenplatte Material rauszunehmen, schaue ich erstmal, wo ich die zusätzlichen Schrauben hinmache, weil das habe ich euch ja gesagt. Im hinteren Bereich will ich noch zwei Schrauben reinmachen, also noch zwei Einziehmuttern in die Karosserie reinsetzen, damit es, wenn hinten der Auszug draußen ist, hier hinten sich nicht mehr hochheben kann. Weil momentan ist hinten nur eine Schraube, das ist ein bisschen wenig. Ich habe jetzt hier eine genau hier durch die Leiste, Volltreffer, aber das ist, macht nichts, dann brauche ich wenigstens keine so eine Holzplatte drum machen wie hier, sondern das passt so. So, und hier habe ich auch eine. Das heißt hinten zwei zusätzliche, also das ist eher vorn. Hinten zwei zusätzliche, zwei in der Mitte. Gut, dann kommt jetzt Korrosionsschutz dran, Brandverkorux, verlinke ich euch unten. Und dann kommt wieder mein neues Lieblingsspielzeug zum Einsatz, dann setze ich die Nietmuttern. Also Leute, keine 3 Minuten mit der Nietmutternzange. Mit der Schraube am Sprinter, die 3-4 Muttern, da habe ich halbe Stunde gebraucht. Also ich kann sie nur empfehlen, wunderbares Ding. Hab's nochmal unten verlinkt. Gut, wunderbar, passt alles. Das heißt, dann kann ich jetzt Ausschnitte in die Platte machen, dass sie leichter wird. Hier mache ich jetzt das gleiche, wie ich bei der ersten Sitzkiste schon gemacht habe. Wenn ihr das Video nicht kennt, ich verlinke es euch oben.
hier habe ich jetzt die, im Auto ist die rechts die Seite, die, die hier am Radkasten steht. Deshalb habe ich jetzt hier auch ausgeschnitten, weil das sieht man hinterher nicht. Und die gegenüberliegende Seite, der hat hier die Sichtfläche. Und deshalb mache ich hier wieder die Ausfräsungen rein, so wie ich das auch bei der anderen Sitzkiste gemacht habe. Und hier nehme ich wieder diese Platte als Schablone. Tischplatten, die weichen noch so ein bisschen in der Breite voneinander ab. Das nehme ich jetzt noch mit dem Bündigfräser weg. Ist auf beiden Seiten ein Millimeterchen. So Leute, jetzt ist alles durchlöchert und ausgefräst und rausgeschnitten und leichter. Im Prinzip das gleiche wie bei der ersten Sitzkiste. Zur Steifigkeit beitragen tut hauptsächlich der Rand. Das heißt, in der Mitte kann man im Prinzip großflächig ausschneiden. Und in dem Fall natürlich so, dass die einzelnen Bohrungen oder die Schiene und so weiter verschraubt wird, dass das natürlich nicht geschwächt wird in dem Bereich. Beim Holz das gleiche. Die ganzen Streben und hinten die Platte, die Tischplatte. Die habe ich jetzt schon auf der Rückseite geölt. Da wo die Ausschnitte sind, auf der Vorderseite mache ich das nachher auch noch gleich. Weil wenn man die Bretter halt so einzeln lässt wie hier, und das nicht versiegelt, dann verziehen die sich relativ schnell, nachdem man so großflächig ausgefräst hat. Also von daher, wenn man das macht, sollte man relativ schnell Oberfläche behandeln. In dem Fall mit Hartwachsöl. Von der Oberseite mache ich das dann gleich noch. So, hier die beiden Seitenflächen. Die Bodenplatte ausgeschnitten und da, wo man es sehen würde, ausgefräst. Und zu guter Letzt die Platte vom Auszug. Ist hier in dem Bereich ausgefräst. Das ganze Zeug, was hier liegt, das waren ungefähr 12 Kilo. Ich lege es jetzt auf die Waage und dann werden wir sehen, wie viel es jetzt insgesamt leichter ist. So, das sind jetzt 4,54, 1,76. Also das gesamte Holz sind 6,3 Kilo. Und das ganze Alu sind 2,21. So, dann sind das insgesamt 8,5 Kilo. Das heißt, das ganze Ding ist 3,5 Kilo leichter. So Leute, 3,5 Kilo leichter von ursprünglich mal 12 Kilo. Das ist diesmal sogar etwas mehr als 25%. Insgesamt wiegt der Schrank dann jetzt knapp unter 20 Kilo mit den schweren Teleskopschienen. Und zusammen mit dem ganzen Zeug, was jetzt schon eingebaut ist, ist das alles immer noch leichter als die Rücksitzbank. Also wir sind jetzt irgendwo bei 30 Kilo, was wir reingebaut haben. Und die Rücksitzbank wiegt so um die 40 Kilo. Also wir sind immer noch leichter, als das Auto ab Werk war. Als nächstes baue ich die Kiste zusammen, baue die Aluprofile ein, verklebe das alles, lackiere das bzw. öle das und baue das dann wieder ins Auto ein. Aber beim nächsten Mal. Für heute reicht's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns unterwegs. Ciao.